So, willkommen zurück, direkt zur nächsten Folge Sky Factory. Das habe ich fast vergessen, dass ich hier spiele. Oh, das ist viel Ei. Ja, es leckt. Jetzt ist das Ei alles drin. Sehr schön. Davon müssen wir auch noch was herstellen. Dass wir mehr als genug haben. Obwohl wir das eigentlich gar nicht mehr brauchen, glaube. Jetzt. So, dann wollten wir den Eiersalat noch herstellen. Dazu brauchen wir das. Es leckt. Es leckt immer noch. So, Eiersalat, der gibt uns wie viel? 4 Hungerkeulen. Dann brauchen wir noch das da. Eiersalat. Warum geht da kein normales Ei? Das ist jetzt scheiße. Jetzt muss ich das hier herstellen. Mann, so eine Kacke aber. Oh. Wie viel gibt denn das eigentlich? Eine Hungerkeule. Das ist nicht schön. Ich sehe gerade im DC oben, es sprach schon, dass der Justin drin, aber ich habe leider keine Zeit. Wir wollten heute alle eigentlich aufnehmen. So, komm, machen wir das Fressen hier voll. So. Drachenei, Draconic Legends, ja. Lava Chicken. Brauchen wir alles gar nicht. Können wir mal just for fun ein bisschen rumgucken, was wir noch so craften könnten. Einfach so just for fun. Was haben wir denn hier? Stein. Ja, nee, das werden wir wohl nicht brauchen. Holz auch nicht. EFL. Was? Ich verstehe gar nichts. Aber okay. GM Chicken Feed. Was ist das? Ein Mob Swap. Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Ab an die Wand damit. Sieht aus wie so ein Wattestäbchen. Palim, palim, paluff, luff, luff. Was können wir noch machen? Was ist das? Basic Pharma. Okay. Korn-Dinger, da haben wir doch welche. Hier. Ja. So, ich muss kurz cutten. Man hört nämlich die Leute ankacken. Nee, cutten. Ich, ach, cutten. Ja, meine Kinder. Das, man hört die in den ersten 4 Minuten der Aufnahme sogar. Kotzt mich richtig an. Wir sind bis jetzt die 2 einzigen hier. Die anderen beiden sind abwesend. Ja, wir haben aber noch 1 Stunde Zeit. Habe ich 22 Uhr gesagt? Ja.
Ach so, oh. Oh! Okay. Ja. So kann man sich mal vertun. Ich bin von 20 Uhr ausgegangen. Ja, da wäre ich pünktlich gewesen. Ja, weil Melvin halt auch noch gefragt hat wegen 20 Uhr und ich habe einfach mit Ja geantwortet. Ja, Idee. Nee, ja, da dies die letzte Aufnahmesetzung für mich sein wird, am Samstagabend gegen 22 Uhr der Chaos-Typ beschworen. Alles klar. Du warst sehr, sehr kompetent in dem Moment zu schreiben, wenn du 20 Uhr meintest plus Chaos-Typen. Ja, den Chaos-Typen noch. Ja, nee, dann, naja, den Drachen 22 Uhr, klar, aber ich dachte, dass die alle schon ein bisschen früher kommen. Ich bin jetzt erst da, weil ich noch ein, zwei Sachen für mich vorbereiten wollte. Ja, ich hab... Was hab ich? Das ist jetzt die dritte Folge, die ich gerade hintereinander weg aufnehme. Der Eli hier ist ja vom DC wieder gegangen. Oh, wow. Der hier mitspielen wollte, den muss ich sowieso gleich mal von der Whitelist nehmen. Whitelist. Das ist ja mal super geil. List, das war der Viking Boy. Ich wollte gerade sagen, hätte ich jetzt die Deptung gesagt? Ne, es ist Oscar. Viking Boy, so der ist runter. Der kann heute leider nicht, Oscar. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich lasse den Server ja noch ein bisschen laufen. Der ist ja auf, der ist heute auf der GC. Ja. Soll er dort seinen Spaß haben? Wäre alles glatt gelaufen, bei mir wäre ich heute eigentlich auch da gewesen, weil das stand bei uns schon länger fest. Das wollte eigentlich alle uns treffen mal. Aber was kam dazwischen? Mir sollte das Ticket gespendet werden. Mir hatte jemand gesagt, er spendet mir auf jeden Fall das Ticket. Die Person hat selbst nicht mal ein Ticket bekommen. Wow. Weil die Nenze, auf der es bestellt hat, angezeigt hat, es gäbe noch Tickets, aber es hinterher doch keine mehr gab. Ja, das und vor Ort am Samstag und vor Ort an, für den Samstag Tickets kaufen. Wird schwer. Ja gut. Ja, Gamescom ist sowieso nicht so mein Fall, muss ich ehrlich sagen. Jo, es kann sein, dass ich jetzt kurz weg bin. Ja. Weil ich joine. Holzpümmel am Holzklotz. ja, ich weiß auch nicht mal mehr, was ich machen soll jetzt hier irgendwie. Oh, ich hab's geschafft, direkt beim ersten Mal drauf zu bleiben. So langweilig. Jetzt diskutiert mein Sohn wieder im Schlafzimmer mit meiner Ex rum. Ey. Was ist denn sein Problem? Er soll einfach nur schlafen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Lava-Wanderer. Dazu brauche ich die Obsidian Water Walking Boots. Dazu brauche ich die Water Walking Boots und ein Obsidian Skull Ring. Obsidian Skull. Craft ich die vier davon, perfekt. Intermedium-Apfel. Was? Nee, ich spawn. Nee, ich hab hier... Das ist schlechter als das Premium-Apfel. Das ist eine Unterstufe davon.
Ja, ich krieg's selbst gerade. Das andere hat zwei Dinger mehr drauf. Zwei Verzauberungen, also Buffs. Ja, okay. Ich habe vorhin schon aus Langeweile Haufen Ei essen hergestellt. Brauch gar nicht noch mehr. Jetzt muss ich mich mal kurz konzentrieren. Okay, ich brauche mehr Emery Blocks. So, ich brauche 20 Nether Stars noch. Werd langsam müde. Aber nicht gleich beim Kampf einschlafen. Oh nee, zur Not gehe ich mir noch einen Kaffee holen. Oh wow, ich habe endlich von Blood Magic das Buch gefunden. Ja gut. Na, die Nasas, das kommt auch jetzt rein. Okay, das Buch ist jetzt aber fehl am Platz, da ich glaube mit Blood Magic nicht weitermachen werde. Shield Capacity ist das, was ich am wenigsten gerade upgraden muss bei mir. Ich hoffe, ich habe mich jetzt einfach mal nicht verzählt. Hehehe. Wie siehst du aus? Warum? Wegen Skin oder was? Ja. Mein Society Skin. Okay. Ich crafte einfach nur die ganze Zeit wieder sinnloses Zeug. Ich weiß nicht, mit mir anzufangen. Methan, Digester Generator, Shredder, den haben wir schon. Die Eimaschine haben wir ja auch schon. Die stellen wir dem Melvin hin. Thank you.
dann. Oh, cool. 16 Stück. Was ist das? Was? Pink Meteor Light. Okay. Das ist für die Lichterkarte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Ja, das ist schön für die Lichterketten. Alles was von Furry Lights ist, ist in der Regel für Lichterketten. Ja, ich guck jetzt einfach bloß nur so, crafte ein bisschen was, weil ich hab extremst Langeweile. Ah, du warst noch nicht an deiner Kiste. Ich hab eine Kiste? Wo? Das wirst du dann schon sehen. Okay. Ne, ich hab mich die ganze Zeit nur bei mir aufgehalten. Hab euch ein Schweinchen ins Haus gesetzt, weil ich so ein cooles Animal-Netz hab. Glascutter, was macht der? Ich hab jetzt einfach. Glascutter weiß ich gerade auch nicht. Ich hab jetzt für jeden von uns eine Draconic Armor gemacht, die bis auf Tier 2 abgegradet. Tier 3 werde ich nicht für uns alle. Hab ich jetzt extra nicht für uns alle gemacht, weil. Nein! Ach. Ich saß gestern schon da und hab 6 oder 7 Mal den Ender Dragon geklatscht. Ich weiß, für was der Glascutter ist. Du kannst Glasscheiben abbauen. Und die bleiben ganz. Das interessiert mich jetzt hier allerdings auch. Die Dinger sehen übelst cool aus. Einmal. Das brauch ich ja nicht. Eine Bitbranch. Keine Ahnung, für was sie gut ist. Ich würde sagen, dadurch, dass sie mit Bits zu tun hat, mit Schüsseln und Bits irgendwas. Extra Bit Manipulation. Kurvit Sculpting Wire. Straight Sculpting Wire. Ach, leck mich doch am Hinterteil, hä? Damit kannst du Kurven und so machen, vernünftig. Ich stelle jetzt einfach mal alles her und teste das an Melvins einer Insel. So. So, da, Hammer. Aber das werde ich in der nächsten Folge testen.